Das Jahr 2021 neigt sich dem Ende zu und aus diesem Grund gibt es jetzt eine Aufgabe, die sich, glaube ich, jeder von uns stellen sollte, und zwar zurückzublicken und zu verstehen und auch zu analysieren, worum es in diesem Jahr ging, was passiert ist, was es an erfolgreichen, an weniger erfolgreichen Ereignissen gab. Und wenn du dir Ziele gesetzt hast für dieses Jahr, welche du erreicht hast und welche nicht. Mein Name ist Martin Zimmermann, ich bin Business Life Coach und abonniere gerne meinen Kanal, wenn dich Themen interessieren, alles, was sich um Persönlichkeitsentwicklung und Geschäftsentwicklung handelt. Und dreht natürlich. Wenn du es auch kennst, dass dich Leute für was loben, für das du eigentlich gar nicht stolz bist oder auf das du nicht stolz bist und das für das du dich gar nicht anerkennst, kennst, auch wenn es auf dem Papier zumindest eine gute Note ist, ein guter Abschluss, ein Diplom. Ich kenne es von meiner Diplomarbeit, habe ich 1,0, ohne jetzt hier zu prahlen, abgeschlossen, aber letztlich war ich gar nicht stolz drauf, weil ich wusste, dass ich erstens nicht die Erwartungen erfüllt habe von dem Unternehmen, das mich dazu beauftragt hat. Das stand in meinem Kodex lag mir im Herzen, dass ich diesem Unternehmen helfe, und letztlich habe ich aber nicht geschafft, dieses Versprechen zu erfüllen. Und zweitens, weil ich wusste, dass ich nicht mein Bestes gegeben habe. Und wenn du es auch kennst, und das lässt sich wiederum davon ableiten, dass du vielleicht als kleines Kind oder als Jugendlicher von deinen Eltern, von deinen Großeltern, so wie es in meinem Fall war, immer gesagt bekommen hast, ja, das war super, auch wenn es eine schlechte Note war, es war besser als beim letzten Mal, natürlich war es besser, aber letztlich hat es nicht dem entsprochen, was ich mir selbst auferlegt habe, was ich mir selbst vorgenommen habe, und daher war das eigentlich immer so ein Tropfen auf dem heißen Stein und eigentlich gar nicht so nützlich und, wie soll ich sagen, glaubwürdig, was mir von außen gesagt wurde. Also es geht darum, nochmal zu spüren, Dinge Revue passieren zu lassen, wenn du Tagebuch führst oder wenn du dir ein Erfolgstagebuch hast, in dem du auch nachvollziehen kannst, was denn in diesem Jahr alles so passiert ist, dann geh da nochmal rein, spür da nochmal rein, wo es gut lief, wo es nicht so gut ging, und schau dir nochmal entsprechend an, besonders da, wo es gut lief, alle deine Handlungen, deine Gewohnheiten auch, die dazu geführt haben, dass du zu dem erwünschten Ergebnis und Erfolg gekommen bist. Und wenn das der Fall war, dann bau doch dafür das nächste Jahr auf und mach so weiter. Das nur als kleiner Tipp am Rande. Es geht darum, in die Eigenverantwortung zu kommen, und egal, ob du Unternehmer bist, Angestellter, Selbstständiger oder einfach nur ein Mensch, der nach Verbesserung, nach Wandlung, nach mehr Wachstum und ein glücklicheres Leben letztlich haben will und danach strebt, dann tu mir doch bitte den Gefallen und mach ein paar Übungen. Ja, setz dich mal hin, nimm dir eine Stunde Zeit, geh in dich, ganz in Ruhe, und schau dir an, was so dieses Jahr alles passiert ist. Und der Effekt davon ist, dass du nicht nur in die Verantwortung kommst, sondern auch, dass du dich auch selber besser verstehst. Und je detaillierter du verstehst, warum Sachen entweder zum Erfolg geführt haben oder eben nicht, desto besser kannst du auch entsprechend entgegenwirken oder anders dich verhalten. Und alles fängt immer bei den Gedanken an. Also sei dir auch bewusst, was du so gedacht hast, was so auch die Einflüsse waren, woher deine Gedanken kamen, woher die Ideen kamen und warum es dann auch entsprechend zu der positiven oder unter Anführungsstrichen negativen Umsetzung kam. Und vielleicht hat die Erfahrung, die du gemacht hast, auch langfristig Vorteile gehabt, die vielleicht nicht gleich zum Erfolg geführt haben. Aber letztlich geht es nur darum, in dich zu gehen, zu verstehen und eine Grundlage zu schaffen, im nächsten Jahr noch besser, noch erfolgreicher, noch gesünder, noch glücklicher zu werden.
In dem Sinne, danke fürs Zuschauen. Ich melde mich wieder zurück und bereite schon mal vor auf diese nächste kleine Serie von mir, den Countdown der 10 wichtigsten Faktoren, Erfolgsfaktoren, die es gilt umzusetzen im nächsten Jahr und in der Vorbereitung fürs nächste Jahr. Die gibt es ab übermorgen, 22.12. bis 31.12. jeweils täglich auf meinem YouTube-Kanal und auch Instagram-Kanal. Ich freue mich auf dich, hoffe, es hat dir geholfen und freue mich über ein kurzes Feedback, ein Abo, ein Like, was auch immer dir am Herzen liegt. Sehr freuen. Dankeschön. Ciao.